So. Was verstehen wir unter dem Welle-Teilchen-Dualismus? Der Welle-Teilchen-Dualismus ist wirklich, würde ich sagen, das Grundlegendste der Quantenphysik. Ja? Quantenphysik basiert wirklich auf diesem Dualismus. Und dieser Dualismus wurde schon als erstes von Niels Bohr erkannt. Und der führt zu sehr sonderbaren Phänomenen. Und dieses Phänomen würde ich Ihnen dann beim Doppelspalt näher erklären. Phänomene, die wir klassisch, also im Rahmen der klassischen Physik, im Rahmen der Alltagsphysik nicht verstehen können. Zum Beispiel, wenn Sie im Winter eines Abends einmal da entlang der Boltzmanngasse marschieren und es rieselt so leicht und der Boden ist schneebedeckt und Sie gehen und es kommt ein Auto vorbei und Sie sehen da solche Spuren, dann denken Sie, ups, ich habe Halluzinationen. Das gibt es nicht. Aber nein, in der Quantenphysik wäre das Auto ein Quantenauto, gibt es das. Und zwar ist das sehr, sehr wahrscheinlich. Das ist höchst sonderbar. Ja. Und warum kann es sowas geben? Da muss ich jetzt zum Doppelspalt kommen. Und der Doppelspalt, schauen Sie. Hier haben Sie sowas wie eine Kanone, die Teilchen hinausschießt. Und hier haben Sie einen Doppelspalt. Das ist ein Schirm, der zwei Spalte hat. Ja? Und wenn jetzt hier so ein Kügelchen durchgeschossen wird, dann fliegt es einmal nach oben, daher, oder einmal nach unten und daher. Und die häufen sich. Ja? Das heißt, Sie bekommen da solche Häufungspunkte und die überlagern Sie sich und im Endeffekt, wenn Sie da die Intensität auftragen, die Intensität ist nichts anderes als, sagen wir, die Anzahl der Kügelchen, ja, die Sie da zählen können, dann bekommen Sie so eine Kurve. So eine Kurve, man sagt smooth, eine glatte, stetige Kurve, ja, die in der Mitte den Höhepunkt hat auch, ja, aber sehr flach sich so verteilt. Nun, wenn Sie jetzt statt Kügelchen Wellen haben, denken Sie zum Beispiel an Wasserwellen. Sie haben auch den Schirm und Sie haben da Wasserwellen, so ebene Wasserwellen. Ja, und die bewegen sich so gegen den Schirm. Was passiert da? Da wissen Sie, das sind zwei Spalte, da geht die Welle durch und hinter dem Spalt bildet sich eine Kugelwelle. Ja. Und hier, das sind immer die Maxima einer Welle. Ja, die habe ich da so aufgezeichnet. Die breitet sich von oben, breitet sie sich so aus. Ja? Und vom unteren Spalt breitet sie sich analog aus. Ja? Und diese gekrümmten Linien sind immer die Maxima der Welle. Hier überlagern sich zwei Kugelwellen. Und da sehen Sie schon, da überlagern sich die Maxima. Und interessanterweise da, weil die eben äquidistant sind, in der Mitte überlagern sich immer die Maxima. Ja? Das heißt, die Welle wird gerade in der Mitte so ein Maximum haben, wenn Sie hier die Intensität auftragen. Und daneben, wo Sie sich wieder überlagern, kommen die neben Maxima. Ja. Das heißt, würden da Kügelchen durchkommen, die Quantencharakter haben, die den Charakter einer Welle haben, ja, dann würden sie sich da in der Mitte am meisten würden sie da zu finden sein und hier bei den Nebenmaxima weniger oft. Ja? Und das war das Credo von Niels Bohr, hat man auch das Komplementaritätsprinzip genannt. So ein Quantensystem ist entweder Welle oder Teilchen.
Die sind aber komplementär zueinander. Ja? Und jetzt schaue ich gerade, ja, da habe ich noch ein Bild von einer Wasserwelle. Sie sehen, hier kommt eine Wasserwelle, die geht durch und hier bilden sie, das ist ein Echtbild, und hier bilden sich die Maxima aus, sehen Sie, und hier da am wenigsten, da vernichten sie sich und da auch die Maxima. Und wieso kann das sein? Weil Welle, was heißt das? Wenn Sie zwei Wellen haben, wie da oben, eine Welle, wenn die, man sagt, in Phase sind, wenn in Phase heißt, wenn sich Wellental mit Wellental trifft, wenn sich Wellenberg mit Wellenberg trifft, dann verstärken sie sich. Ja? Dann werden sie, sehen sie, doppelt so groß. Und das Resultat, die Verstärkung, ist diese Welle da. Ja? Man nennt es dann auch eine Interferenz, eine konstruktive Interferenz. Das ist die Verstärkung. Oder, was jetzt natürlich passieren kann, und das sehen Sie ja bei den Wasserwellen, wenn aber ein Wellental mit einem Wellenberg zusammentrifft, dann löschen sie sich aus. Das heißt, wenn Sie zwei Wellen haben, können Sie die so aneinander verschieben, dass Sie plötzlich Stille haben. Ja? Und das sieht man oft an einem See, wenn die Wellen sich treffen, können sie sich total vernichten und es ist ruhig. Also bekommen sie praktisch nur sowas raus. Ja? So, ich glaube, da habe ich einen Film. Einen Film, der das veranschaulichen soll. Hey everybody, in this video we're going to talk about interference and diffraction of waves. So on the left-hand side of your screen there is an example of interference occurring. This is interference of waves in a swimming pool. And then on the right-hand side of your screen there is an example of diffraction occurring. This is diffraction of waves caused by a laser beam. So we're going to start things off by talking about interference. So interference is a phenomenon that occurs when two waves interact with one another. Suppose we have two waves coming together, and suppose those two waves have overlapping crests and overlapping troughs. These types of waves are what we call in phase. They are perfectly lined up with one another. And when two waves that are in phase come together, they're going to build each other up to result in a wave that has a larger amplitude. And this type of interference is what we call constructive interference. On the flip side, if we have two waves that are coming together and the crest of one of those waves overlaps with the trough of another, these types of waves are considered to be out of phase. When two out of phase waves come together, they're going to actually cancel one another out. And this phenomenon is called destructive interference. So we've talked about interference. Now let's talk a little bit about diffraction. Diffraction is a phenomenon that occurs when a wave is passed through a slit that is comparable in size to the wavelength of the wave. So suppose we pass some waves through a slit, so these lines represent the wave crests. What's going to happen is as the waves pass through that slit, they're actually going to bend around that slit. So this is what we call diffraction. And this is very different from the way that particles behave when you pass particles through a slit. When you pass particles through a slit, they're just going to pass straight through. They're not going to diffract. They're not going to bend around that slit. Now, there's a very interesting thing that occurs whenever that involves both interference and diffraction when you pass waves through two slits. So suppose we're passing some waves, some light waves, through two slits that are separated by a distance that is comparable to the wavelength of the light. Now when this happens, each slit is going to act like a new wave source. And ultimately what we're going to get is a pattern called an interference pattern. Okay, so again, if you shoot light through two slits and you observe the resulting image on a screen, what's going to result is this interference pattern that has alternating bright spots and dark spots.
And the reason why we get a pattern of interference is because the waves are actually traveling at different distances throughout the screen. So suppose we're looking at the very center of the screen. At the very center of the screen, the two waves, again, the two new waves separated by those slits, are going to travel at equal lengths. So that's going to result in constructive interference. Those waves are combining in phase to produce a wave of larger amplitude. And so that results in a bright spot. But a short distance away from that bright spot, there's going to be a dark spot because now those two waves are traveling at different distances. So when those waves travel at different distances, now they're going to be out of phase and they're going to destructively interfere. So they're not going to produce any radiation at all, resulting in a dark spot. And if you move over a short distance again, well, you're going to get another bright spot because the next distance over is one full wavelength. And so you get this pattern, this alternating interference pattern of bright spots caused by constructive interference and dark spots caused by destructive interference. And this double slit type of experiment is extremely important. It was one of the fundamental experiments in describing the behavior of electrons. So we're definitely going to revisit the double slit experiment later. I hope you found this video helpful, and as always, have a good one. So, das nächste. Und die Physiker, vor allem die Experimentalphysiker, sprechen wirklich von Materiewellen, Matter Waves. Ja. Und der Erste, der darüber nachgedacht hat und das propagiert hat, war der Louis de Broglie. Hier, das war ein französischer Adeliger, sehr hoch, ein Duke. Und der hat damals gesagt, ja, auch das, was wir als Teilchen bezeichnen, wie zum Beispiel die Elektronen, die haben auch Wellencharakter. Und jede Welle hat ja eine bestimmte Wellenlänge und so eine Wellenlänge hat das mathematisch formalisiert, die Wellenlänge, also so, wenn Sie die Länge von so einem Berg haben, Wellenberg, dann ist die verkehrt proportional zur Masse und Geschwindigkeit, das ist nichts anderes als der Impuls vom Teilchen. Und diese Konstante H, das ist eine berühmte Konstante, so eine Wirkung, nämlich die hat schon um 1900 der Max Planck propagiert, der hat damit auch die Quantenphysik eingeleitet. Und zwar hat er sich die Strahlung, die aus einem Hohlraum rauskommt, hat er gemessen und hat gesehen, dass die Energie nicht kontinuierlich rauskommt, sondern paketiert. Paketiert in Einheiten von diesem H. Das ist diese Größe. Joule-Sekunden heißt es. Eine sehr, sehr kleine Größe, aber endlich. Größer als Null. Und die Welle, wenn man sich das jetzt so ein Teilchen als Welle vorstellt, die Welle, die Amplitude dieser Welle wird in der Physik traditionsgemäß immer mit Psi bezeichnet. Die Psi. Und dieses Psi, da ist eine Welle hier aufgezeichnet. Das wäre eine ganz einfache Welle, so eine Art Sinusschwingung. Ja? Und dieses Psi sagt Ihnen, gibt Ihnen Auskunft darüber, wo Sie dieses Teilchen dann finden können. Ja? Und zwar das Quadrat von dem Psi. Die Intensität ist immer das Quadrat von dieser Amplitude. Und wenn Sie so eine einfache Schwingung haben, die irgendwie gleich verteilt ist im Raum, werden Sie das Teilchen sozusagen überall finden. Wenn Sie aber eine Welle haben, die ein bisschen gestaucht ist, also so eine Wellengruppe oder ein Wellenpaket wie hier, das, sagen wir, irgendwo sehr groß schwingt und weiter draußen weniger groß, was wird dann sein? Dann werden Sie da, wo es sehr groß schwingt, das Teilchen am ehesten finden, ja, und weiter draußen weniger oft. Das ist so die Idee, die da dahinter steckt. Und da wurden jetzt an unserem Institut auch Experimente gemacht. Und zwar
mit dem sogenannten Quantenfußball. Was ist ein Quantenfußball? Ein Quantenfußball ist ein sehr kleines Molekül, das heißt Fullerän. Und da kommen wir gleich dazu. Und wenn Sie jetzt normalerweise mit Fußball spielen und Sie haben da eine Wand und da sind zwei so Öffnungen, zwei Tore, dann wird, wenn Sie da losschießen, einmal werden die Bälle links durchgehen und einmal rechts. Aber wenn es ein Quantenfußball ist, dann hat der Wellencharakter. Und da wird dann, wie Sie sehen werden, in der Mitte ist die größte Intensität, da werden Sie dann die meisten Fußbälle finden. Sehr im Gegensatz zu dem, was man erwarten würde, weil in der Mitte ist ja gesperrt. Ja, ja. Und hier habe ich einen Quantenfußball, also ein normaler Fußball ist ca. 20 cm groß, aber der Quantenfußball, der ist viel, viel kleiner, als ein Faktor von 200 Millionen Mal ist da dazwischen. Und zwar ist es ein Molekül, das heißt Fullerän nach dem Architekten Faller. Ist ungefähr ein Nanometer, ja, und hat so eine Struktur, also genau die Fußballstruktur, nämlich Sechsecke und Fünfecke aneinandergereiht. Ja. Und das Experiment wurde so um 2000 gemacht, nämlich wie der Herr Zeilinger von Innsbruck nach Wien gekommen ist. Und da hat sein Dissertant, das war damals der Herr Markus Arndt, das Experiment gemacht. In der Zwischenzeit ist er schon ein, wie sagt man, honoriger Professor, schon einer der Ältesten, nicht? So schnell geht es. Und ja, und schauen Sie da auf die untere Kurve, die da ist das Relevante. Da wurden nämlich diese Quantenfußbälle so selektiert, dass sie ungefähr ziemlich genau die gleiche Geschwindigkeit hatten. Und was man da sieht, sehen Sie, das sind die echten Einschläge, die hinten auf der Platte waren, in der Mitte, wo eigentlich nichts hinkommen sollte, ist die Intensität am größten und dann hat es da diese Maxima, die Nebenmaxima gegeben, genauso wie bei einer Welle, egal ob Sie da jetzt Lichtwellen haben oder Wasserwellen. Und hier waren es wirklich Teilchen. Also was aus dem Ofen herausgekommen ist, diese Fullerene, das waren wirkliche Moleküle, Teilchen. Ja. Und jetzt kann man natürlich fragen, wie weit kann man da gehen? Die Fullerene sind nur ein Nanometer, sagt man. Damals war es sogar sehr, hat man es in Zweifel gezogen, ob das überhaupt funktioniert, weil das doch schon so ein komplexes Molekül war mit 60 Kohlen. Das sind immer Kohlenstoffatome, muss ich dazu sagen. Ja. Entweder mit 60 oder auch Fullerene mit 70 Kohlenstoffatome. Jetzt kann man da dran noch Fluoratome dranhängen. Das machen die Chemiker, das kann man kaufen im Geschäft sozusagen. Ja. Und dann hat man eine Verbindung 60 Kohlenstoff, 36 Fluoratome, das ist wie so ein Igel, mit dem kann man die Experimente machen, funktioniert es genauso. Und noch mit viel, viel komplizierteren, so langgestreckten Molekülen, wie sie die Chemiker eben herstellen. Und ich zeige Ihnen da so einen experimentellen Aufbau. Sie sehen, da ist so eine Röhre. Und da davor, das ist eine Fokussierung, da kommt ein Laser her. Ja, das ist ein Laserstrahl. Und hier sehen Sie eine Glasplatte. Und auf diese Glasplatte werden die Moleküle aufgestrichen, sodass sie auf der Glasplatte dort kleben. Und jetzt schalten wir den Laser ein. Der Laser, das Licht, schlägt die Moleküle raus. Und die fliegen dadurch, da werden sie, sag mal, kollimatisiert, also gebündelt.
Und da drinnen ist der Doppelspalt. Und das ist jetzt kein Spalt mit zwei, sondern ein Gitter, ein Kristallgitter mit mehreren. Da funktioniert es besser. Und da gehen dann die durch und fallen auf diese Glasplatte auf. Und da bleiben sie wieder bicken. Das heißt, da müsste sich jetzt durch die Anzahl der Aufschläge das Wellenbild zeigen. Und wie sehe ich das? Das sieht man so, indem man hier die Glasplatte, also die Moleküle, mit einem zweiten Laser, mit einer anderen Frequenz, wie Sie sehen, hat andere Farbe, bestrahlt, so dass die Moleküle zu leuchten anfangen, fluoreszieren, sagt man da. Ja? Und die leuchten, die fluoreszieren, und da gibt es eine Kamera, die diese Moleküle aufnimmt. Ganz schön, so wie sie dort picken. Das ist eine Fluoreszenzkamera. Ja? Und was sieht man dann? Was sieht man? Was sind die Resultate? Schauen Sie her. Wenn ich so ein Molekül habe, ich kann das gar nicht aussprechen, was das ist. Das, die Chemiker haben das erfunden. Ja? Aber interessant, so eine Struktur hat es. Ja? Und da an den Ecken, da sitzen immer so diese Kohlenstoffatome. Ja? Und wenn man diese doch sehr komplizierten Moleküle durchschickt, die eine hohe Massenzahl anhat, ja, die Anzahl der Massen, so die Anzahl, sage ich, der kleinen Kügelchen, wie die Protonen, die drinnen sind, ist da schon über 500, sieht man genau, das ist echt. Die Spitze in der Mitte und links und rechts die neben Maxima. Und wenn man jetzt noch weiter hinaufgeht, noch kompliziertere Moleküle nimmt, ja, mit Fluor noch mehr dran, pickt da, sehen Sie, sind irgendwie lustige Figuren, mit dem sieht man auch genau in der Mitte sieht man den Peak und links und rechts die Nebenmaxima. Und Sie sehen, also das ist die Struktur, das sind all diese Atome, die drinnen sind, 48 Kohlenstoff, 26 Wasserstoff, 24 Fluor, 8 Stickstoff, 8 Sauerstoffmoleküle, also ein sehr bereits sehr großes und schweres Molekül, hat nämlich die Massenzahl schon bei ungefähr 1300. Also das, da kann man sich natürlich fragen, wie weit kann man da gehen? Die Forschungen gehen auch weiter. Es, die Community, muss ich sagen, ist irgendwie geteilt. Manche sagen, es hört einmal auf und geben gute Gründe an. Ich sage, alles ist Quantum. Wir sind alle Quanten, ja? Nur können wir uns nicht als solche sehen und wahrnehmen. Ja? Um unsere Quanteneigenschaften zu sehen, ja, da braucht man sehr, sehr große Distanzen für ein, also für so ein sogenanntes Fernglas. Distanzen, die über die Länge des Universums hinausgehen. Das kann man sich überlegen. Des sichtbaren Universums. Ja. Ja, und das ist jetzt auch die Aufnahme. Wie haben Sie diese Aufnahme, wie haben Sie diese Kurve bekommen? Das ist die Glasplatte und hier, da sind immer die Moleküle aufgetroffen. Ja? Sehen Sie, in der Mitte, wo es am hellsten ist, die meisten, links und rechts weniger. Und auch hier, da sieht man sehr schön die Struktur von diesen zwei Molekülen. Und da ist der Film. Und zwar haben Sie da einen Film gemacht, das ist in Echtzeit. Ja? Die Kamera eingeschalten. Da war noch nichts, bis auf diese Punkte, das ist der Hintergrund, den man dann abzieht. Ja? So, nach 2 Minuten sehen Sie da Punkte. Und das Interessante ist, wenn so die einzelnen, die kann man auch einzeln losschicken. Wenn da eines auf die Reise geht, kann man nicht sagen, zwar prinzipiell nicht, wo das hinfliegt. Das ist totally unpredictable. Ja? Also, willkürlich. Das ist übrigens auch das, was den Einstein gestört hat. Ja? Und so, nach 2 Minuten sehen Sie noch überhaupt nichts.
Nach 20 Minuten schaut das bereits so aus. Und wenn Sie ein bisschen blinzeln, sehen Sie da schon ein bisschen eine Struktur. Ja? Und nach 40 Minuten sieht man bereits eine sehr schöne Struktur. Ja? Und nach 90 Minuten wunderbar diese Maxima. Nicht? Die sind sehr schön ausgeprägt. Ja? Also ganz wichtig ist, wenn eines wegfliegt, weiß es nicht, wo es hinfliegt. Aber wenn viele wegfliegen, wenn sie diesen Vorgang sehr oft wiederholen, 1000 Mal, 100.000 Mal, dann bekommen sie eine Struktur. Aber ist das nicht irgendwie witzig, nicht? Eines weiß gar nichts. Und wenn ich sozusagen das eine immer wieder losschicke, was heißt losschicke? Wenn ich eines losschicke, wird es ja vernichtet. Aber das nächste, das kommt, präpariere ich in den gleichen Zustand. Und für den Theoretiker ist es dasselbe, nicht? Und was sehe ich? Eine Struktur. Ne? So. Und was Sie dann noch sehen ist, da sind die Maxima enger beisammen als bei oben am Film als unten am Film. Da sind sie ziemlich, gehen sie so auseinander. Und warum glauben Sie, wird das so sein? Haben Sie eine Idee? Auf der Seite rechts ist ein Pfeil und da steht ein klein G. Und das klein G steht für die Erdbeschleunigung. Und die spielt eine Rolle, die Gravitation. Gravitation. Nämlich durch die Gravitation beugt sich das etwas. Werden alle diese Moleküle, die Linien, die sie durchlaufen, nach unten, die senken sich vom Beginn bis zum Ende nach unten, infolge der Gravitation. Und dadurch wird die Linie auch länger, der Weg wird größer. Und wenn der Weg größer wird beim Doppelspalt, gehen die Maxima auseinander. Nicht? Wenn Sie den Schirm ein bisschen weiter zurückstellen, gehen die Maxima auseinander. Und das sieht man da hier sehr, sehr schön. Ja. So, also machen wir ein Resümee. Das Quantum ist einerseits eine Welle, andererseits ein Teilchen. Also schauen wir uns den Wellencharakter an. Die Wellen kennen wir vom Licht her. Das Licht ist eine Welle, ist massenlos, Strahlung. Nicht? Und den Wellencharakter hat schon 1803 der Young festgestellt. Ja? Und da eben im Doppelspaltexperiment sieht man, warum, weil sich eben diese Kugelwellen überlagern und da, wo sich die Maxima überlagern, verstärkt sich die Welle, da werden wir es sehr hell haben, das ist genau da in der Mitte. Da hier löschen sie sich aus, da werden wir nichts sehen und hier kommen dann die Nebenmaxima. Ja? Wie Sie wissen, hat das Licht auch ein Spektrum, die elektromagnetischen Wellen, ein Spektrum, also verschiedene Wellenlängen, man spricht da auch von einer Dispersion, dass man auch in Farben zerlegen kann bei so einem Prisma. Das haben Sie sicherlich schon gesehen. Und wichtig ist jetzt, dass das Licht, die Energie von dem Licht nicht kontinuierlich ist, sondern gequantelt. Und das hat eben der Max Planck entdeckt, indem er da so eine Kugel gehabt hat, die er aufgeheizt hat, die nur eine Öffnung gehabt hat. Also es ist durch diese Öffnung nur Licht herausgekommen, Strahlung herausgekommen, die innen erzeugt wurde. Ja? Und da hat er gesehen, die Strahlung, die herauskommt, ist gequantelt. Das ist die berühmte Formel E ist gleich H nü und nü ist die Frequenz von dem Licht. Ja?
Ja. Und das Licht ist eine elektromagnetische Welle. Was ist die elektromagnetische Welle? Sie kennen vielleicht ein elektrisches Feld. Ja, Elektrizität überhaupt ist gefährlich, wenn man da in die Steckdose greift. Und dazu gehört ein magnetisches Feld. Das magnetische Feld kennen Sie auch. Sie haben sicherlich schon einen magnetischen Dipol gehabt mit einem Blatt Papier und drauf so Eisenspänen. Und da haben Sie dann gesehen, wie sich das Dipolfeld mit den Feldlinien da schön ausbildet. Und das ist so, dass das elektrische Feld und das magnetische Feld immer einen rechten Winkel einschließen. Ja? Und wenn das elektrische Feld entsteht, entsteht auch das magnetische und senkrecht dazu. Das heißt, eigentlich dann ist es ein Dreibein, ja, geht die Ausbreitung vom Licht. Ja. Das Licht breitet sich hier in der Richtung aus und das elektrische Feld schwingt jetzt senkrecht und waagrecht dazu das magnetische Feld. Das ist das Licht. Und ich möchte darauf hinweisen, das Licht, die elektromagnetischen Wellen, wir leben eigentlich nur von den elektromagnetischen Wellen. Also die Handys, die Kommunikation. Ist ja interessant, dass die Kommunikation so gut funktioniert. Sie können sofort zwischen Wien und Tokio skypen. Das geht alles mit elektrischen Wellen über einen Satelliten, ne? Das wird kaum gestört. Und es gibt ein ganzes Spektrum von elektromagnetischen Wellen. Ne? Die Langwelligen, das sind mehr so die Radiowellen. Dann kommen der Mikrowellenherd in der Küche. Ja? Und dann kommt der Infrarote. Und hier ist ein kleiner Bereich, ist der sichtbare Bereich. Also was wir sehen, ist nur ein schmaler Frequenzbereich. Ja? Und dann kommt der UV-Bereich, die UV-Strahlen, die von der Sonne kommen, die nicht ganz ungefährlich sind für unsere Haut. Nicht? Und dann kommen die Röntgenstrahlen, die Röntgenstrahlen. Und als nächstes die sogenannten Gammastrahlen, das sind die ganz, ganz energiereichen. Nicht? Das sind auch die gefährlichen Dinger, die bei der Radioaktivität frei werden, die bei der Atombombe frei werden. Nicht? Und die killen dann sozusagen alles. Ja? Beziehungsweise dosiert eingenommen werden die Gammastrahlen ja in der Nuklearmedizin verwendet. Nicht? Sie haben ja auch, um gewisse Krebsarten zu detektieren oder dann auch zu vernichten, da verwendet man radioaktive Präparate, die diese Gammastrahlen, diese harten, haben. Und noch einmal, all diese Strahlen, was Sie schon gehört haben, das sind alles elektromagnetische Strahlen, ja. Das ist das Licht als Welle, aber wir können das Licht auch als Teilchen sehen. Ja? Und der Erste, der das auch erkannt und formalisiert hat, war der Albert Einstein. Ja? Und zwar war das früher ein Puzzle. Wir hatten da eine Platte, eine Metallplatte. Ja? Und eine Metallplatte zeichnet sich dadurch aus, dass die Atome im Metall, ein Atom hat eine Elektronenhülle, wie Sie vielleicht wissen. Ja? Und diese Elektronenhülle, die Elektronen in der Hülle sind im Metall nur ganz schwach gebunden. Ja? Die floaten da so durch. Ja? Und darum ist es für das Licht sehr leicht möglich, welche herauszuschlagen. Also wenn Sie da kurzwelliges Licht haben, kann man die rausschlagen. Und da würde man jetzt naiverweise annehmen, ja, je mehr Licht drauf fällt, umso mehr Elektronen werden herausgeschlagen. Das ist nach unseren klassischen Vorstellungen. Aber nein, das war es nicht der Fall. Ja? Sondern man hat gesehen, dass es nur ab einer gewissen Frequenz geht. Ja? Und das hat eben der Einstein so erklärt, dass das Licht besteht auch aus Teilchen. Die nennt man jetzt Photonen. Ja? Photonen. Und so ein Photon hat auch eine Energie, die eben proportional zu der Frequenz ist. Und die Energie von diesem Photon muss gleich sein der Energie von dem Elektron, das da herausgeschlagen wird, ja? Also die kinetische Energie, ja? Plus
die Austerlitzarbeit, um es da rauszuschlagen, brauche ich auch noch eine Energie. Das ist diese Formel. Ja? Und das kann man nach der Formel nachmessen. Ganz genau so stimmt es, wie es der Einstein vorausgesagt hat. 1905. Und das war eigentlich der Grund, wofür er den Nobelpreis bekommen hat und nicht die Relativitätstheorie, die damals kein Mensch verstanden hat. Ja. Gut. Und ja. Und wenn wir jetzt zur Materie gehen, die Materie ist einerseits massiv, wie wir wissen, nicht? Da brauchen Sie nur einmal etwas auf den Kopf abbekommen. Und die Materie ist der Teilchencharakter, heißt, dass die Teilchen sehr auf engen Raum lokalisiert sind. Ja? Wenn ich die auf engen Raum detektieren kann, spreche ich dann von einem Teilchen mit einer bestimmten Energie. Und die Energie teilen wir ein in die kinetische Energie, das ist der Impuls zum Quadrat durch zweimal seine Masse, plus die potenzielle Energie. Und die potenzielle Energie ist, wenn Sie zum Beispiel so einen Apfel haben, den runterfallen lassen, hat der da oben eine potenzielle Energie. Richtig? Und dem aber nicht genug. Wir können auch die Materie als Welle sehen und eine Welle ist immer ausgedehnt im Raum. Also ist immer das Gegenteil davon sozusagen. Ja? Aber nach Bohr komplementär eben mit diesem mathematischen Zusammenhang. Lambda ist gleich h durch mv, das ist der Impuls. Und nachweisen können wir das sehr schön am Doppelspalt. Und das ist das, was ich Ihnen vorher erklärt habe. Ja. Und die Experimente wurden auch gemacht. Und zwar hat De Broglie auch vorausgesagt, man muss ja nur dann Elektronenstrahlen durch einen Kristall durchschicken. Und das haben zu der Zeit, nämlich 1927, Davison und Germert, zwei Amerikaner, und Thomson war der Engländer, gemacht. Und die haben Folgendes gesehen: Wenn ich einen Kristall habe und ich schicke Röntgenstrahlung durch, dann wird die Röntgenstrahlung abgebeugt und hat dieses Beugungsmuster. Also das sind die hellen Streifen der Röntgenstrahlung, das sind die Maxima vom Röntgenlicht. Ja? Wenn ich jetzt das mit Elektronen mache und die Geschwindigkeit der Elektronen so einstelle, dass sie genau die Wellenlänge von diesen Röntgenstrahlen bekommen, bekomme ich genau das gleiche Bild. Und das sind die Einschläge der Elektronen. Ja? Genau dieses gleiche Bild. Und dafür haben dann der Davison und der Thomson den Nobelpreis bekommen. Ja? Und der Thomson ist der Sohn von seinem Vater. Das ist der J.J. Thomson. Der J.J. Thomson war auch ein berühmter Physiker. Der hat auch den Nobelpreis bekommen, aber für was anderes. Nämlich der hat als erster gezeigt, dass die Elektronen in der Atomhülle drinnen Teilchen sind. Und der Sohn hat ihm dann später widersprochen. Das ist ein typisches Vater-Sohn-Verhältnis, ne, dass man da. Ja. So. Dann, ich möchte nur darauf hinweisen, man kann diese Materiewellen, sagen die Experimentalphysiker, auch sehr schön nachweisen in einem Neutron-Interferometer. Und Neutron-Interferometer sind immer drei so senkrechte Kristallplatten. Und da schickt man dann, das ist hier aufgezeichnet, da schickt man dann einen Neutronenstrahl durch, den man zum Beispiel in Wien im Atominstitut vom Reaktor gewinnt. Ja, schickt da durch und dann kann das Neutron entweder nach oben sich bewegen oder nach unten.
und da wird es wieder zusammengeführt und da hinten wird es gemessen. Und wenn man da dazwischen noch, man sagt, einen Phasenverschieber reingibt, also eine Platte, die irgendwie den Weg oder das Neutron auf seinem Weg hindert, sodass es oben ein bisschen schneller als unten geht zum Beispiel, ja, dann verschiebt man als Welle gesehen die Phasen und man kann sehr schön diese Wellenstruktur zeigen. Ich erwähne das deshalb, weil ich glaube, als Österreicher kann man sehr stolz sein auf den Herrn Rauch, der das erfunden hat, der auch ganz tolle Eigenschaften, Quanteneigenschaften der Neutronen nachgewiesen hat. Der durchaus ein Nobelpreiskandidat war, aber heuer leider verstorben ist. So, und ich glaube ja, das sind die Details vom Interferometer und von der, mit so einem Interferometer kann man auch Dinge detektieren, mit denen man eigentlich gar nicht in Wechselwirkung ist, die man eigentlich gar nicht direkt sieht. Das ist auch ein interessanter Punkt, aber ich möchte da jetzt gar nicht so näher hingehen. Das haben zwei Israelis entdeckt und propagiert. Man kann damit nämlich Bomben detektieren, ohne dass die Bombe in die Luft geht, weil man sie direkt nicht sieht, aber man weiß, da ist eine Bombe. Ja? So. Das muss ich jetzt alles überspringen, sonst wird mir jetzt das zu viel. Das spielt es im Philosophen dann, nein, aber im Zeno-Effekt kennen Sie, wo der Pfeil fliegt, aber wenn man hinschaut, steht er. Ja? Und immer, wenn ich dauernd hinschaue, steht der Pfeil, kann er nicht fliegen. Ist ein Paradoxon. War damals für die Griechen. So etwas gibt es auch in der Quantenphysik. Ja? Das ist dann der Quanten-Zeno-Effekt. So, das überspringe ich bitte. So, okay. Als nächstes würde ich, wie Sie das sehen, die bizarren Quantenphänomene besprechen. Aber ich glaube, jetzt habe ich mal schon sehr viel gebracht. Machen wir vielleicht eine Pause? Ist das okay? Ja. Haben Sie jetzt dazu noch eine Frage? Mit der Bombe, das werde ich Ihnen dann erklären. werde ich Ihnen erklären. Das dauert nämlich so doch ein bisschen länger. Ja. Wenn ich habe halt mehr vorgenommen, aber es ist ein interessanter Punkt. Ja. Ja? Ja. Man detektiert am Ende Teilchen und nicht die Welt. Das heißt, die Wellenauslöschung, ja. Wie passiert das, wenn zwei Teilchen sozusagen gelegt werden oder so aufeinander trifft, dann sind die Teilchen dann weg? Also sie sind beides zugleich, es ist Welle und Teilchen. Ja, aber ich also beim Fliegen bewegen tut sich eine Welle und entstehen und sterben tut sich ein Teilchen. Ja, so kann man es auch sagen. Ja. Aber sie sterben ja als Wellen, weil sie löschen sie nicht aus. Es hat ja beide Eigenschaften. Immer wenn es irgendwo fliegt und interferiert, gelten die Wellengesetze. Immer wenn es irgendwo absorbiert wird, gelten die Teilchengesetze. Also, es ist beides. Ist ganz gut. Genau. Ich sage jetzt, was Sie gesagt haben, vielleicht mit einem anderen Wort noch. Immer wenn Sie nicht hinschauen, ist es eine Welle. Wenn Sie aber hinschauen und wissen wollen, ist es jetzt da, dann ist es ein Teilchen. Weil beim Experiment, was machen Sie? Da geben Sie eine Fotoplatte hin, zum Beispiel beim Licht. Nicht? Dann kriegen Sie einen Punkt drauf. Ja? Weil da das Licht, das wiederum ein Photon ist. Mit dem Atom, mit dem Silberatom, was da immer da drin ist in der Fotoplatte, reagiert. Ja? Und da einen schwarzen Punkt macht, weiß, was rausschlagt. Verstehen Sie? Da hat es denn in der Wechselwirkung, ja, ist es wieder ein Teilchen. Kann ich es als Teilchen beschreiben? Aber haben wir die Teilchen nachgezählt? Also wenn ich sagen wir, eine Million Teilchen ausschieße, habe ich am Ende auch eine Million Teilchen. Ja. Es gehen keine Teilchen verloren.
Ja, das ist richtig, ja. Sie können, das aber ist... die Verteilung ist wie eine Welle. Also die Verteilung richtig. Ist wie eine Welle, aber... Ja. Wenn Sie nur eines hinschauen, wenn Sie nur eines auf die Reise schicken, können Sie gar nichts sagen. Aber wenn Sie jetzt viele, also immer dasselbe im gleichen Zustand, verstehen Sie, immer losschicken. Und zwar kann man den Teilchenstrahl so verdünnen, dass immer eines rauskommt. Da gibt es keine Wechselwirkung unter den Teilchen bei einem Strahl, sondern immer eines nach dem anderen. Da geht es. Um, hin, unten, um, unten und so, wenn Sie mal 100.000 haben, haben Sie dieses Muster. Das ist das Bewundernswerte. Irgendwie ist das lustig. Es steckt noch, verstehen Sie, Information drinnen. Ja. Bitte. Noch eine Frage? So, jetzt ist es, glaube ich, 5. Machen wir Pause, wann treffen wir uns wieder? Kaffeepause.